Es gab keine Anzeichen. Es kam ohne Warnung. Das Verhängnis kam zu uns allen. Die letzten Verzweifelten kämpften um ihr Überleben. Vielleicht gab es die Gelegenheit für Frieden. Aber Verzweiflung und Vertrauen gehen selten Hand in Hand. Und so begann ein Jahrtausend der Konflikte. Tausend Jahre Krieg. Die größten Krieger, die die Welt je gesehen hat. Der Grund ihres Kampfes verloren in der Geschichte. Und doch stehen sie immer noch und suchen nach einem Zeichen des Friedens. Ich werde sie eines Besseren belehren. Ich bin Apollyon. Yeah? Ich bringe den Krieg. Ach so. Ja, wie der eine oder andere wahrscheinlich mitgekriegt hat, spielen wir For Honor, das ist die Beta. Ich dachte, wir gucken wenigstens mal kurz rein. Das soll hier auch nur so eine Art Test werden. Ob ich davon noch ein Let's Play mache, weiß ich noch nicht. Erstmal sehen, wie es mir so gefällt. So, für wen möchtest du kämpfen? Ritter, die tapferen Ritter von Aschfeld sind der Inbegriff von Macht. Das hört sich gut an. Wikinger, die Wikinger leben im eiskalten Falkenheim. Sie rauben und plündern, um die kargen Ressourcen ihrer Heimat aufzustocken. Die Samurai von Myre sind aus einem Bürgerkrieg hervorgegangen, die sie entzweit hat. Trotzdem sind die rivalisierenden Häuser fest entschlossen, gemeinsam ihr Land zu verteidigen und ihre kriegerischen Nachbarn in die Schranken zu weisen. Ach, keine Ahnung, ich nehme mal einen Wikinger. Würde mir jetzt so auf Anhieb am besten gefallen. Ich glaube, die Wikinger kämpfen mit meiner Axt, was mir eigentlich nicht gefallen würde, aber egal. Ne? Nur mal kurz antesten. Was? Ich glaube, muss das nur auf Deutsch stellen. Erstelle dein eigenes Emblem. Wirklich? Hintergrund. Farbe 1, 2. Ich will irgendwas Schwarzes haben mit einem Totenkopf. Immer hier so ein dunkelblau. Farbe 2.
Oder, warte. Genau, so gefällt es mir besser. Transformieren. Autobots, transformiert euch! Nee, kann so bleiben. Symbol, ein Totenkopf brauche ich. Das wäre wahrscheinlich etwas seltsam für einen Wikinger, ein chinesisches Symbol, was auch immer das heißen mag. Nee, das sieht aus, als wenn ich ein Satansanbieter bin. Ey, ein Totenkopf, cool. Aber ich nehme den hier. Farbe. Rot war ich ganz gut, ne? Genau. Drehen, skalieren, skalieren. Nein, stopp. Ach so, okay, gut. Das sollte für jeden sichtbar sein, glaube ich. So, was haben wir noch? Nach vorne? Ach, ist egal, ich lasse das mal so. Ich will jetzt hier nicht ewig im Menü rumhängen. Kann so bleiben. Bestätigen. Ausrüstungswerte. Wenn du den Wertangriff im Rachezustand erhöhst, richtest du bei aktivierten. Ja, okay. Kann ich hier nochmal das Bild umändern? Ich spiele im Fenstermodus, will ich nicht. Wenn der Gegner keine Ausdauer mehr hat, geht er bei einem Wurf zum Boden. Oder was stand da? Spielemodus. Wenn dein Team einbricht, erscheinen gefallene Spieler nicht neu. Also bleibt zusammen. Missionsziel. Erreiche das Trainingsgelände. Okay, sofort. So, naja. Ich habe gerade mal versucht, das hier einzustellen. Ist hier alles nur im Fenstermodus. Gefällt mir gar nicht so gut, aber naja, ich hoffe, er nimmt das wenigstens vernünftig auf. Okay, LS zum Bewegen. A halten zum Fortfahren. LT schnell loslassen, dann LT halten. Okay, damit kann man also zwischen Ziele wechseln. Deine Deckung legt fest, in welche Richtung du angreifst und blockst. Aktiviere die Deckung mit LT. Ah, okay, verstehe. Oben, links, rechts. Gut. Was? Red mal Deutsch. Um zu blocken, bewege deine Deckung in Richtung des Angriffs. Okay, nach links oder? Haha. Zu langsam. Oh, ich habe meine große Klappe. Ja, das Tutorial ist gerade ein bisschen nötig. Ich kenne ja sonst die Steuerung gar nicht. Was soll ich denn sonst spielen? Ich hoffe, es geht nur 5 Minuten. Greife dort an, wo der Gegner ungedeckt ist. RB für einen leichten Angriff. Hey, halte LT. Drücke RS, RB. Von rechts. Von links. Er ist noch nicht tot. Wo kommt der denn her? Okay, LT halten, RS und RT. Okay, die Steuerung ist definitiv sehr gewöhnungsbedürftig. Aber scheint ganz cool zu sein. Jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Du kannst jederzeit die Aktionsleiste des Helden ansehen, indem du... Ja, okay, gut. Drücke LS, um zu sprinten.
Ich will kämpfen! Eroberungszone. Tötete alle Feinde in der Eroberungszone und teilte sie für einige Sekunden feindfrei, um sie zu kontrollieren. Ja, wenn du das sagst! Für Odin! Checkpoint erreicht. Ich laufe mal zu B rüber. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Da kommt schon eine Horde von Rittern an. Ja! Na toll, ich war gerade in Angriffslaune. RB. Die metzle ich ja hier nieder wie nix. Ist ja schon wieder nicht gelesen, was da stand. Ja Gott nochmal, das ist ein Tutorial. Warum lese ich das nicht? Er metzelt sich hier durch die Reihen. Das waren harte Zeiten damals. Ziel erfüllt. Wird das hier ein Hack and Slay oder was? Also, wie dumm kann man sein? Die sehen, dass ich hier schon 20 von ihren Kumpels niedergemästet habe und die legen sich trotzdem noch mit mir an. Au! Gibt's ja auch noch eine andere Taste außer RB und RT, die ich nutzen kann? Reiche Zone C. Vielleicht sollte ich mal lesen, was da steht. Zone C, jo. Grafisch ist es ja recht schick. Bist du mein nächster Gegner? Weiche im richtigen Moment aus. Mit A. Hey. Geil. Streck ihn nieder! Drücke und halte B, um ohne aktivierten Deckung um Training zu beenden. Ja, gleich, ich will ihn noch erledigen. Töte ihn! Töte ihn! Ich bin Viking, ey. Ich lasse keine Gefangenen zurück. Wir plündern Morden. Hat doch jeder gelesen in der Beschreibung. Durchbricht die Deckung deines Gegners. Durchbricht die Deckung deines Gegners und verkette im Anschluss einen leichten Angriff. Mit X. Ja, ist machbar. Ziel erfüllt. War ja nicht so schwer. Deckungsdurchbruch und Wurf. Durchbrich die Deckung deines Gegners und verkette im Anschluss einen weiteren Deckungsdurchbruch, um deinen Gegner zu werfen. X und X. Wo bist du? Ach, hier. Oh, oh, oh. Ich hab den Key wegknacken können. Jetzt stellt er sich erstmal tot. Ziel erfüllt. Training beendet. Herzlichen Glückwunsch. Duell 2000, keine Ahnung, Silberstücke? Ich weiß es nicht genau. Multiplayer. Schnelles Spiel. Benutze den Beamer-Spiel zurück zum Desktop. Nein. Schön, dass ich jetzt schon mal umstellen kann. Jetzt kann ich umstellen. Moment. Schön, dass ich eben gerade umstellen konnte auf Vollbildmodus. Jetzt endlich mal. So, keine Ahnung. Wir spielen einfach mal Multiplayer, oder was? Zugang zum Multiplayer. Kämpfe gegen den Kommandanten deiner Fraktion, um Zugang zum Multiplayer zu halten. Bereit für den Kampf. Oh ja. Flussfestung Duell.
Was haben wir hier? Erobere Stoßtrupp einfach. Welche Anpassung gerade aus? Kenzei. Ich will mal einen Samurai oder was? Doch, ne? Einen Wikinger hatten wir gerade. Bereit. Steuerung. Wenn du tot bist, kannst du in der Taktikansicht. Runde 1. Ah, er kommt! Ich habe vergessen, wie blocken geht. Scheiße. Komm schon! Gleich haben wir ihn. Ich bin besiegt. Ich habe Sympathrotik oder keine Ahnung, wie der heißt, besiegt. So, cool. Mein erstes Opfer. Ich habe gerade Runde 2. Ich habe gerade total vergessen, wie man kämpft. Ich weiß nicht warum. Wir lassen ihn zu uns kommen. Dann blockt man den nochmal. Blockt er das nochmal? Oh, oh, er kann gut blocken. Kannst du auch meinen Wurf blocken? Ah ja, kann er. So, den haben wir sogar noch exekutiert. Runde 2 geworden, hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, die metzeln mich hier nieder. Runde 3. Wie ging denn das mal mit dem Blocken? Ich hab das vergessen. Gerade gespielt, ey. War das so? Ja, genau so war es. Verdammt. Das ist echt spannend, muss ich sagen. Na, na? 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 Oh, oh, oh. Das ist verdammt spannend, muss ich sagen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass man so viel Spaß macht. Oh, er ist gut, er ist gut, er ist gut. Komm schon, komm schon. Okay, Entschuldigung. Ich bin ein verdammter Samurai, Mann! Du hast dein Können bewiesen. Du kannst jetzt auf die Multiplayer-Aktivitäten zugreifen und am Fraktionskrieg teilnehmen. Ich weiß, es war kein richtiger Spieler, ist mir schon klar. Aber es war trotzdem cool. Der Fraktionskrieg ist ein fortwährender plattformübergreifender Konflikt zwischen den Rittern, Wikingern und Samurai. Im Fraktionskrieg kämpfst du für die Fraktion, der du die Treue geschworen hast. Das hindert dich aber nicht daran, mit allen verfügbaren Helden zu spielen. Der Fraktionskrieg umfasst alle Multiplayer- und Bot-Aktivitäten. Nach jedem Match erhältst du Kriegsressourcen, abhängig von deiner persönlichen Leistung. Diese kannst du einsetzen, um ein feindliches Territorium zu erobern oder eigene Territorien gegen den Feind zu verteidigen. Auf globaler Ebene ist der Fraktionskrieg in Territorien-Updates, Runden und Saisons unterteilt. Territorien-Updates finden alle 6 Stunden statt. Eine Runde dauert 2 Wochen und eine Saison dauert 10 Wochen. Bei jedem Territoriums-Update übernimmt die Fraktion die Kontrolle, die die meisten Kriegsressourcen eingesetzt hat. Die Weltkarte zeigt die neu übernommenen Territorien und alle Frontverschiebungen. Die Fronten bestimmen, auf welcher Karte du spielen wirst.
Auf einer Karte, die erst von Rittern und nun von Samurai kontrolliert wird, wirst du viele sichtbare Veränderungen feststellen. Am Ende jeder Runde erhalten die teilnehmenden Spieler eine Belohnung in Abhängigkeit vom Rang ihrer Fraktion in dieser Runde. Sobald eine Saison beendet ist, erhalten alle Teilnehmer eine Belohnung abhängig vom Rang ihrer Fraktion. Am Ende jeder Saison wird der Fraktionskrieg zurückgesetzt und geht nach einer kurzen Saisonpause weiter. Die Welt wird sich durch die Geschehnisse der vorangegangenen Saisons in For Honor fortlaufend verändern. Okay, gut, ja. Wo bin ich denn hier? Ich würde gern zurück. Kann ich, glaube ich, nicht. Aktivitäten können in folgenden Modi gespielt werden. Spieler vor Spieler, Spieler vor VSKI. Wenn für eine kleine Aktivität im Spieler VSKI, nö. Spieler vor Spiele. Ich weiß, ich werde sowas von niedergemetzelt jetzt. Es geht los! Ich hoffe, das Mikro ist deaktiviert. Für den Sprachchat. Ehrlich gesagt, ich muss mal kurz nachgucken. Scheiße. Mikrofon Sprachchat. Deaktiviert, der Chat ist aus. Das Mikrofon ist ständig offen. Push to talk. Aua! Okay, ich glaube, es ist aus. Das wäre ganz schön dämlich sonst. Mein Gefährte braucht Hilfe! Was macht ihr denn hier? Zone C verloren. Wie Zone C verloren? Irgendwie ist mein Krieger gerade total lahmarschig. Warum? Aus dem Weg! Ich muss sagen, diese Kämpfe. Aua, was ist da los mit euch? Getötet von irgendeinem Bot. Drückt halt, um tot zu bleiben. Ich will nicht tot bleiben. Ich muss sagen, diese Kämpfe hier gegen so viele machen nicht so richtig Spaß. Gegen einzelne Kämpfe hat mir besser gefallen. Es war spannend. Aber gut, erstmal weiter gucken. Ich will das Spiel nicht hier verurteilen oder sonst irgendwas, da ich es ja gerade erstmal angetestet habe. Boah, Alter, was ist er denn für eine? Der scheint hier der Kommandant zu sein oder sowas. Ich glaube, ich habe einen Levelaufstieg. Zone C eingenommen. Das sind ja irgendwo Medipacks. Und meine Gesundheitsanzeige sieht nicht so gut aus. Zone A verloren. Minipacks. Oder läuft hier irgendwo ein Arzt rum? Was zeigt denn hier noch? Ich guck mal kurz die Steuerung durch. Vorwärts, Männer! Wie viele Leute haben wir schon getötet? Ich laufe mal fix zurück zu meinen Leuten. Die lassen mich ganz alleine. Ich weiß nicht, was das soll. Ja,
Zone A eingenommen. Na Gott sei Dank. Ich muss sagen, so ist es doch tatsächlich ein bisschen langweilig. Gegen einzelne Kämpfe macht es irgendwie mehr Spaß. Es ist so schlimm. Ich habe keine Ahnung, wo hier Medikats liegen oder sowas. Wenn es überhaupt sowas gibt. Ey, wartet auf mich! Zone A verloren. Ja, weil ich wieder nicht da bin. Halt, was war das? Was ist das hier? Metzelt sie nieder! Für Odin! Ach ne. Was haben denn die Samurais für Gott angebetet? Für die Ehre! Zone A eingenommen! Was ist das für ein Emblem? Ah ne, hier, Medikit, glaube ich, was ist das? Ich habe keine Ahnung, da ist noch so ein Ding. Ich laufe mal rüber, da zum Totenkopf. Keine Ahnung. Töte ihre Helden. Noch drei bis zum Sieg. Ja, das ist hier, weiß ich nicht. Das ist echt so ein... Ich drücke immer dieselbe Taste, das ist echt langweilig. Versuche ich mal alleine durchzukämpfen. Dies, versuche ich es mich alleine durchzukämpfen, dann fliegen sie gleich alle. Bleibst du hier? Ja. 261 Punkte, Ziele 0, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Schön. Ich bekomme Federn. Stecke ich mir aber im Helm. Anlegen. Was machen die? Eine Heilung durch Exekution, Blockschaden, Sprintgeschwindigkeit. Boah, leg an den Dreck. Heldenkills 4. Ja, hier. Was soll ich sagen? Brücke zur Zuflucht, Flussfestung, Herrschaft. Kann ich nicht wieder gegen einen alleine kämpfen? Das wäre mir lieber. Es sind nicht mehr genug Spiele in der Spielsitzung. Du kehrst zum Hauptmenü zurück. Von mir aus. Duell Handgemenge. Ich gehe mal da. Ja, genau. 1 zu 1. Genau, das machen wir auch nochmal. Das ist vielleicht ein bisschen lustiger. Ich nehme mal den Ritter, dann habe ich auch alle durch. Ich will kämpfen gegen Snydaniel. Warte auf andere Spieler. 40 Sekunden. Runde 1.
Verdammt! Langsam pushen wir uns aneinander. Er ist brutal! Wow! Ich bin eine Frau, ich glaube, er will mich. Ja, gib mir den Rest. Wieso wirft er mich immer zu Boden? Ich glaube, das steht auf mich. Blockbrecher. Ich habe ihn erledigt. Er hat sich von der Frau besiegen lassen. Da ist mein Zopf hinten aus dem Helm. Er hasst sich von der... Okay, jetzt haben wir noch... Jetzt bin ich schon wieder... übermütig. Was war das denn? Okay, das hätte aber gemein. Er dreht durch! Er dreht durch! Ja, okay. Aber er ist schwer verwundet. Ja! Oh, oh, ich musste schwer einstecken. Ja, übermütig, sag ich ja. Ah, die Klappe. Schnauze. Runde 4. Ich versuche mir noch mal kurz Mühe zu geben. Wie macht der immer so viele Angriffe hintereinander? Ich hab doch gedrückt! Oh nein, ich hab gedrückt! Oh, echt jetzt? Okay, das war schlecht. Aber man muss ja auch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Das soll keine Ausrede sein. Eine Runde versuche ich nochmal und dann sollte es, glaube ich, auch reichen. War der andere überhaupt genau dasselbe Level wie ich oder welches Level hatte der? Ich weiß es nicht.